Schön, sind wir wieder da, 167 Flash. Mein Name ist Do Pierre, wir sind hier im Zona 167 Studio. Ihr wisst, wie es läuft. Wir haben hier einen Gast dabei, der uns ein bisschen erzählt. Und heute haben wir einen Special Guest von weit her gereist. Stizo aka Maurice Polo. Schön, bist du da. Man, danke für die Einladung, ist cool. Danke dir, dass du kommst. Merci, merci. Cool. Und ja, schön, bist du bei uns hier. Welcome. Und wir reden ein bisschen. Ich höre ein bisschen von dir. Sehr gerne. Hol mal alles raus. Kommst alles aus mir raus. Ich bin immer ein bisschen chill und reserviert. So. Ich muss mich mal ein bisschen holen. So. Genau, da versuchen wir. Alles rauszuholen. Das ganze ja, Privatleben. Ja. Nein, nein. Ja. Quatsch. Yes, cool. Ja, wir fangen am besten gleich zu Anfang an. Wo bist du aufgewachsen? Wie, in welchen Umständen bist du so? Also ich komme aus Zürich. Aus dem Norden von Zürich, Kreis 11, Aglo, Zürich-Affolteren. Das ist so Region Oerlikon-Seebach-Schwammendingen. So. Das ist, bildet so den Zürcher Norden mit dem Kreis 11 und mit dem Kreis 12 zusammen. Und eben, wie gesagt, ich komme aus dem 11. Bin ein klassisches Mittelschichtkind gsi. Also mein Vater hat zwar einen guten Job gehabt. Meine Mutter war Hausfrau gsi. Ich hatte zwei Geschwister, ich war der Älteste. Wir sind in einer riesen Siedlung aufgewachsen. Auf der einen Seite hast du eine riesen Straße gehabt, wo eigentlich die Siedlung entlang gegangen ist. So. Rechts hast du all die kleinen Einfamilienhäuschen gehabt, und links hast du die fetten Plattenbauten gehabt, so. Ja. Also die fetten Blockwohnungen. So. Von dem her, ich bin in einer riesengroßen Siedlung aufgewachsen mit sehr vielen Kindern und so, viele Ausländer. Ich hatte eine sehr geile Kindheit. Ist mir gut gegangen. Recht frei, war lustig, total. Voll, meine Eltern sind total cool. Ich hatte immer viel Freiraum. Vielleicht zum Teil ein bisschen zu fest so, oder zu viel Freiraum. Aber ist alles super abgelaufen. Ich würde nichts anders machen. So Top-Kindheit. Also. Yes. Schön, schön. Ist ja schön, mal zu hören, gell? Ja, voll, nein, ist mir gut. Ich bin kein Ghetto-Kind von den Slums und so. Wir müssen hustlen mit den Fäufi und alles gut. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wie hast du da in dem Umfeld in dem Fall zu Rap gefunden? Oder ist da durch Geschwister gekommen oder so? Also wie gesagt, ich war der Älteste in meiner Familie. Auch der Älteste von meinen Cousins. Also ich bin der Älteste. Das älteste Kind quasi von der ganzen Familie. So. Ja. Nein, nein, das nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, seit ich Musik höre, höre ich Rap. Ah, okay, geht das so. Ja, voll. Also, das erste war wirklich schon Rap. Gewesen, absolut. Also, ist es einfach im Umfeld gewesen? Ne, also irgendwo. Im Schulhaus hast du zu unserer Zeit, in den 80er Jahren, hast du schon so Gruppierungen von den älteren Kindern, die die Oberstufe gegangen sind, wo du oftmals siehst, so mit diesen Jeansjacken und hinten drauf hast du so die Public Enemy Plätze drauf gehabt. Plätze, ja, mit dem Zielding da, mit dem Mäntel hinten dran. Yes. Und also bei uns, aus dieser Region, wo ich komme, hat es schon immer Rap gegeben. So. Also ich bin nicht irgendwie über Popmusik oder irgendwelche Mainstream-Zeug so zu Rap kommen. Zu Rap kommen, okay. Ich hatte die Grossen haben schon damals MC Hammer gehört, Public Enemy, De La Soul war sehr big, gewesen, Ring Ring Ring, Salt and Pepper, Marky Mark. Also, Marky Mark, ja, okay. The Funky Hello Bunch, ich habe noch das Tape von dem. Yeah. Und ja, ich habe sehr früh schon mich interessiert für Musik. Und ich mag mich erinnern, ich habe meinen Vater damals, ich bin vielleicht in der ersten oder zweiten Klasse, und ihm gesagt, ich möchte Hip-Hop-Tapes haben. Und er hat gar nicht gecheckt, was das ist, so, weißt du. Dann mag ich mich erinnern, sind wir mal am Flughafen gegangen und dann hätten wir ein Zürich West-Kassettchen kaufen wollen. Und ich so, ja, aber das ist nicht Hip-Hop, das ist nicht, weißt, das ist nicht das. Und dann habe ich ein bisschen dick dort, und dann habe ich das Marky Mark-Tape gefunden.
Es war so ein fetter Karre, ich glaube ein Chevy oder so. Und der Marky Mark mit seinen Homeboys so oben an, nicht am Chillen und so. Das war halt so Dance-Rap und so. Ja, ja. Aber nein, ich habe von Anfang an schon immer Rap gehört und habe mich stark mit dem immer können identifizieren. Und das hat sich eigentlich so, also hat mich begleitet so bis jetzt. Heute. Und ausgeprägter ist es dann geworden in der Oberstufe, ist es extremer geworden mit Hip-Hop, so Anfangs 90er. Da bin ich wirklich auch CDs gepostet im Exlibris. Ich weiss, dann im 93 bin ich Snoop-Album gepostet, da ist der rausgekommen ist. So wirklich noch, weißt du, so am Puls. Oh yeah, es ist und in der Lehre ist dann richtig krass geworden. Dort hatte ich so einen Homie, gehabt, der mir die gleiche Lehre gemacht hat. Und der ist von Schwammendingen gekommen und der war ein krasser DJ. So. Ja. Und dann bin ich so in die Schwammendingen-Kreise reingekommen und dort war es halt nochmal anders gewesen, wie bei uns. Weil wir waren mehr so die Musikkonsumenten gewesen und haben uns dementsprechend gekleidet. Früher so mit diesen FUBU-Sachen und First Down und mit diesen extrem baggy Zeugen. Und in Schwammendingen hast du so die Jungs gehabt, die aktiv Hip-Hop betrieben haben. Also B-Boys und so. Also wir hatten auch viel Sprayer bei uns im Quartier. Dort hast du mehr Musiker in Schwammendingen. Da hast du sehr viele Rappers und sehr viele DJs. Und was mich dort so geflasht hat, dort war die Mode nochmal anders. Das ist so wie New York, weißt du? Die Jungs von Harlem haben sich auch anders angelegt wie die von der Bronx oder von Brooklyn. Ja. Und das ist dort auch anders. Sie waren mehr so auf den Haute Couture-Marken. Weißt du, so ein bisschen Lacoste und so Geschichten? Nein, Lacoste weniger. Das waren mehr so die Franzosen-Jungs. In Schwammendingen ist mehr so Polosport, Nautica, Columbia, Tommy Hilfiger, weißt du, so die krassen Brands. Und das hat mich dann so angefangen, so ein bisschen in die Richtung. Das hat mich auch dann hure die Mode so angefangen zu interessieren. Und es waren hure New York-lastig und L.A. Also du hast hure viele Jungs gehabt, Schwammendingen, die so West Coast gelost haben. Ach so. Die Jungs mit den Karo-Hamper offen und so. Und Bandana, mit den Chucks und all dem Zeug. Also dort ist Hip-Hop nochmal viel intensiver gelebt worden, von dort, wo ich gekommen bin. Darum habe ich mich dann automatisch auch ein bisschen mehr in dem Quartier dann auch daheim gefühlt. So. Und dort mehr bewegt. Bist du dann dort ein bisschen zu Rap gekommen, die Idee zum Rappen selber? Bist du auch von dem gekommen? Oder? Also ich habe so den klassischen Move gemacht. In der Lehre, so mit dem ersten Lohn, habe ich mir MKs gehabt, also Plattenspieler gehabt. Ja. Weil eben mein bester Kollege, der damals in der Klasse war, DJ gewesen. Dann, das hat mich sehr geflasht, der war brutal krass im Cutten und so. Und dann habe ich mir zuerst zwei Plattenspieler gekauft und dann eigentlich zuerst angefangen, Platten zu kaufen. Das war so Mitte, also 97 rum. Ich habe eigentlich zuerst angefangen mit Auflegen. Aha. Und bei mir, mein Vater hat nachher einen sehr guten Job bekommen, hat sich nachher ein Haus gekauft, im gleichen Quartier. Ja. Und das hat unten im Keller unten eine riesige Halle gehabt. Und dort konnte ich mir so mein Soundstudio einrichten. Yes. Mein Homie hat noch fett so Bilder gemalt, angesprayt und so, cool. Und ich habe eigentlich zuerst angefangen mit Auflegen. Mhm. Und dann im Fußballverein bin ich mit einem Jungen zusammen gewesen, der Brian geheissen. Und das war so ein Stick-Up-Kid, der hat man kennt überall so in Zürich. Und der hat auch all die Connections gehabt. Und der hat auch schon gerappt, der hat Englisch gerappt, ist aus Südafrika gekommen. Und so habe ich mit ihm eigentlich angefangen, auf den Bass, also auf den Instrumental jeweils von den 12 Inch, die ich jeweils kaufen kann, eigentlich haben wir so angefangen drüber rappen, drüber rappen, schreiben. Und das ist eigentlich so die erste Crew, die ich hatte, Techniker zusammengeheissen, okay. Ende 90er. Und er hat eigentlich eben, wie gesagt, so jenste Leute kennt, die dann auch schon professionelle Studios hatten, die Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. Und so habe ich dann meine Jungs nachher kennengelernt, so in dem BM, Bileng-Umfeld, der Bimo, Mike Hunter und all die Jungs. So bin ich so ein bisschen in das hineingerutscht. Er hat mich mal mitgenommen, der Brian, an einem Mittwochnachmittag. Mhm. Das war im 99, ich weiss, es ist crazy. Er hat gesagt, ja, gehen wir die Langstrasse, der Homie von mir hat dort ein Studio. Und dann bin ich dort in das Studio und bin das erste Mal in so einem Tonstudio rein. Richtig krass. Da sind alle Jungs dort gehängt. Und dann haben wir über ein Mobb Deep Instrumental, ich glaube es war White Lines, haben wir so einen Posse-Cut gemacht. Ah, okay, geht sofort. Voll. Und ich habe das erste Mal, also hat jetzt so Text geschrieben und dann bin ich das erste Mal so in die Kabine rein. Und habe da so das erste Mal so einen Song aufgegeben. Das sind eben Mike Hunter gesagt und alle schon dabei gewesen in dem Fall. Also schon am Start. Ja, der Bimo und der Mike Hunter und der, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, und der Alex, der Guevara, die haben die Crew mit dem Francis zusammen, die haben die Crew gehabt, die hat Z-Squad geheißen. Ja.
Und der Blanco, so der Head von BM damals, den habe ich dort noch nicht gekannt. Der hat dann angefangen, so Tapes zu produzieren, die haben ZH geheißen. Ja. ZH99, ZH2000, ja, ZH2001, ja, genau. Das war alles auf Tape. Und in der Berufsschule habe ich dann das erste Mal so ein Tape gehört. Ich glaube ZH2000 oder 99. Und dort hat eben die Jungs, die ich dort den Track aufgenommen habe, die hat dort schon einen Song drauf auf dieser Compilation. Und so haben wir, hat sich das irgendwie alles so ergeben und so haben wir zueinander gefunden. So, so jetzt mal grob, klar, es gibt da noch, ich weiss nicht mehr detailliert. Ja, ja, so ist es ungefähr. Wahrscheinlich noch viele Geschichten dazwischen. Ja, oder jeden Cruise, den man bildet und wieder ja, und Ideen, gell? Ja, voll. Also was ich noch muss vielleicht erwähnen ist, genau, wir haben dort, wo ich mit meinem Homie da, Techniker hatte, die Crew, dort haben wir auch so Tapes aufgenommen. Einmal so eben über die Instrumentals, die wir drüber gegrabt haben. Und der DJ Josiah hat irgendwie das gehört. Und er war der Homie von Primo und von Mike Hunter. Mhm. Und dann sind sie eben noch Z-Squad und haben gefunden, ey, da gibt es so einen Typ, so einen Weissen, der rappt sehr krass. Von Abfoltern, von Zürich Abfoltern. Wir müssen unbedingt connecten. Ich glaube, der will noch gut so ins Kollektiv reinpassen. So. Dann haben die mich connected und so habe ich sie eigentlich kennengelernt. So. Ja. Ist hier BM da? Dort ist schon kommt. So das Fundament ist schon da gewesen. Und wir sind dann nach dies nach so ein bisschen, noch ein, zwei Leute mehr dazugekommen. Aber es ist eigentlich grundsätzlich schon gestanden. Eben, das war Le Deklik, Deathstar, mit dem Semantik und mit dem Kevlar und eben mir Bileng. So. Ah, okay. Ja, cool. Yes, yes. Ja, schöne Zeit gewesen, schöne Geschichten vor allem und gute Erinnerungen und so, das war cool gewesen. Viel gelebt oder viel wirklich Sessions gemacht am Anfang oder nicht mehr? Immer im, also ich bin immer im Studio gehackt. Ja. Immer im Studio gewesen. Da lernt man einfach, oder? Geht auf den Beat, oder? Wie kann man am besten spitten? Und das ist halt die Schule, die man machen muss. Ja, du hast einfach so tägliches Training, gell? Ja. Also am Anfang hast du für den 16er noch, keine Ahnung, 4 Stunden gebraucht. Ja. Und aufnehmen dann dementsprechend auch. Und dann mit der Zeit kommt die Routine rein und du schreibst viel schneller und nimmst dementsprechend besser auf in den Booth. So. Und ich habe mir dann das angeeignet und ich würde behaupten, so, dass ich das der Einzige bin, jetzt von meinem Umfeld, vielleicht sogar ja, schweizweit, weiß ich nicht, aber ich habe auch mit extrem vielen Leuten zusammengearbeitet. Ja. Ich habe mir wirklich angeeignet, so, dass wenn ich einen Text habe, dass ich immer One-Take gegrabt habe. Ah, okay. Ich habe nie einen zweiten Versuch gebraucht, immer One-Take. Das ist so, ich habe es immer sehr gut schnell können merken so, und habe praktisch nie Fehler gemacht. Das so, es hat immer gepasst. Das ist natürlich auch für den Tontechnik auch geil. Das ist für das Geilste. Sie hat die Leute geliebt, mir aufzunehmen. Wenn das dies kommt, ist voll easy. In einer halben Stunde ist der Song drin. Das ist cool. Dann habe ich aber auch ganz andere Beispiele erlebt. So eben tun, wenn einmal Gäste gekommen sind und so. Und wenn man 5 Stunden an einem 16er gebraucht hat und so. Weißt du, so geht der Fuck out. Ja, ey, ich meine, es ist wichtig, dass man den Part kann, wenn man schon reingeht. Ich habe auch immer gesagt, schau, wenn die Leute einladen, ist zum Aufnehmen. Mach einfach, bis sicher, dass die Person den Scheiß einfach schon kann. Ja, ja. Weil sonst hängen wir da drin. Ja. Nein, weißt du, proben kannst du daheim, weißt ja, du. Kaum vorbereitet. So. Und ich finde das auch wichtig für einen MC. So, ich finde, weißt du, das ist ein Handwerk, das du musst können. So. Ich finde, wenn du schon irgendwo einfährst, so, dann mach das Zeug gut, weißt du? Ja. Mach es dope. Und es fließt auch ein bisschen mehr, oder? Man kann sich auf andere Sachen konzentrieren, wenn man den Text schon recht ja, gut kann. Und so. Vor allem ist es natürlich auch wichtig gegen aussen, oder? Wenn du einen hast, der gut. Was ist, man redet immer untereinander, oder? Wenn einer kommt und der Mühe hat, so, dann weißt, spricht so sich schnell um, oder? Und das dann, ich finde, so, du musst immer voll gut vorbereitet sein, damit das auch die Leute recognizen so, und wissen. Und dann spricht sich um so und dementsprechend kommst du vielleicht dann mehr Feature-Anfragen über oder die Leute wollen mit dir zusammenarbeiten, etc. Ja, voll. Yes. Wer hat dich so inspiriert von der MCs? So? Wer ist so für dich eine grosse Inspiration? 2-3 Artists. In der Schweiz oder international? Oh, international, also, kann man sagen. Also ich bin eigentlich voll der Hip-Hop-Nerd, ich habe immer alles gehört. Ja. Also wirklich von East to West? Nein, also wir sind böse mit West Coast-Musik aufgewachsen. Ja. Sehr lang und ich habe sehr lang den Osten nicht verstanden. Mhm. Okay. Das ist dann aber mit der Zeit gekommen. So. So, ja, mit 18, 19, als ich mich dann für den Osten interessiert habe.
inspiriert hat mich auf jeden Fall eben jetzt vom Westen her sicher die ganzen Death Row Rappers. Okay. Snoop, Daz Corrupt, also Dog Pound, DJ Quick. So die Jungs. Pack und so. Pack weniger. Weniger. Habe ich nicht so cool gefunden. Die haben schon dazu mal immer gefunden, das ist voll Mainstream und so. Ah, okay. Alle East Coast, West Coast, Tupac, Biggie. Nein, ich habe immer. Ich bin immer so eben so Nerd und Dinge und so. Immer, nein, nein, da gibt es eine Verbesserung. Pack ist gar nicht so gut. Weißt du, Corrupt ist besser. Weißt du, nein, die Diskussion habe ich eh nie so verstanden. Und so. Aber Pack, klar. Aber es braucht so einfach einen, weißt du, so als Aushängeschild. Ja. So. Also das ist so Westen, vom Osten hat mich huere krass den Buckshot geflasht. Nein. Von Bootcamp, wo er damals mit dem Black Brooklyn Moon. Dodger rausgekommen ist. Ja, Black Moon habe ich erst nachher gecheckt. Zuerst ist das ganze Brooklyn Dodgers gekommen mit dem Chub Rock und mit dem Jeru the Damager. Right. Und Special Ed, Master Ace und so. Dem Dude sein Flow habe ich so krass gefunden. Ja. So krass. Ist auch krass. Er hat so Wörter so geil ausgesprochen, er hat das B. Seine Stimme so natürlich auch und ganz so mellow. Slang, so. Er hat mich halt viel auch so ein bisschen, mehr so ein bisschen westküstenmässig orientiert, weil die Jungs sind immer gut auf Beats eingegangen und so. Mhm, und im Osten habe ich immer gefunden, die Beats sind so roh. Ich habe das ganze RZA-Zeug nicht verstanden. Ah, okay. Ich habe immer gefunden, so, das klingt so falsch. Ich habe das Gefühl, er spielt die Melodie irgendwie schräg und so. Ah, okay, ja, das ist natürlich schon. Und dort hat mir aber zum Beispiel der Ghostface huere krass geflasht. Right. Also vom Osten ist sicher der Buckshot und der du Ghostface. Du hast schon lieber MCs, die ein spielen mit dem Stimme. Ja, ein bisschen ja, so. Und vor allem Delivery ist mir huere wichtig. So. Ja, ja. Und auf jeden Fall seine Attitüde und so, wie es Mic steppt und so, ist huere wichtig. Und in der Schweiz, habe mit der Rokator oder Rookie Uhr geflasht. Ja. Rokator und Samurai. Ah, okay. So, die zwei kann ich immer wählen. Ja, ich bin einmal auf Partys gegangen, Freestyle Battles und so, und das habe ich die damals gesehen, ein bisschen älter bin ich. Ja. Und ich kann immer so wählen, CBC. Ich habe das schon angewaschen, also das war ja noch vor dem ganzen Bilang-Zeug und Broken Man. Richtig am Anfang. Dort habe ich immer gesagt, das will ich auch, so auf diesen grossen Bühnen stehen. Ja. Dann sie immer so, wenn wir Partys kamen, haben sie so ihre Ecke gehabt, so abgetrennt, so am Bier sippen und so. Und ich habe gesagt, ich will auch einer von diesen coolen Jungs. Mit den coolen Hängen, ja, Backstage-Style. Ja. Und EKR natürlich, Ecke. Ecke, ja. Ganz krass. Ja, das ist, ich denke so, das ist so da. Und deutsche Szene so ist etwas gar nicht, hat es dir noch nie... Ja. Bewegt. Französische Szene auch nicht gross. Nur Ami. Okay. Ich habe keinen Deutschrap gelost und keinen Franzrap eh nicht. Ja. Deutschrapper. Die Engel, Blanco. Ja, aber auch sie. Blanco und Eklig Jungs sind schon extrem französisch orientiert gewesen, aber jetzt der Bimo und der Mike Hunter, die auch französisch rappt, dann sind nur sind auch absolut Ami orientiert. Ah, schon. Ja, ja. Cool. Deutschrap habe ich das Einzige, was ich so einigermaßen, also nein, was ich cool gefunden habe, ist so die Anfangszeit vom Savage. Ja. So lutscht mein Schwanz sozusagen. Die richtig straight. Ja, voll. Weil ich habe auch immer eben das explizite Zeug gehört, vor allem vom Westen, wo hure dreckige Gangster-Lyrics hatten. Und Savage war so der Erste, der so richtig gesagt hat, was er denkt. Also ein bisschen primitiv, ja, also einfach raus oder so. Und er hat damals in einem Interview gesagt, er lässt auch viel West, so Too Short. Ja, so. Völlig, ja, genau. Und ist ja mega West Coast. Oder? Absolut. Und er hat mich geflasht, aber sonst absolut kein Bezug zu Deutschrap und Franzosenrap. Krass, heftig. Bis heute nicht. Nein. Ja, cool, ey. Wir reden nachher noch ein bisschen weiter. Sehr interessant. Über die jetzige Zeit ein bisschen so. Das neue Album. Yes. Nordring Boulevard. Genau. Ja. Und wir haben einen Gast-DJ da, wie immer, DJ Flexible. Er hat noch einen Track für dich rein. Ein Beat. Okay. Ein Song. Wie heisst der Song, den du machst? Ich habe... Es ist kein Song vom Album. Ich glaube, also er hat einen Ami-Beat rein und ich rappe Verses drüber. Verses einfach drauf. Exclusive. Ich spit durch den Track. Bam. Bei den Amis ist das schon Freestyle. Ja, voll, sie nennen das Freestyle, gell? Genau. Das ist nichts mit on top of the head. So ist das. Coole Sache, wir sind bald wieder zurück, 167 Flash. Wir hören Morris Polo da direkt. Yeah, check it's aus. 167 Flash. Flash. 167 Flash. Some color represents Udim Hoos, yeah.
Nordring Boulevard Medley. Yeah. Okay, das geht so. Check. Yo. Julie, mein Lachen, meine Frau, mein Gewissen. Küssen alle um mich herum, schau mein Leben ein Wunder. Ich suche nach der Wahrheit, Glück und Klarheit. In Seelenfrieden alle meine Texte, die ich schreibe, Leidenschaft. Emotionen aus der Nacht geschafft. Hans geschafft, aber schaffen an mir weiter, immer wieder bleiben nachts um mir selber, Gott und Pech und Schwäche. Meine Kinder über alles, meine Stimme, meine Waffe. Meine Macht in mir drinnen, mach's gross für dich. Schau euer Boy aus dem Norden, komm mit Horden voll Hits. Meine Liebe unterstützt mich, schiess, bis er bückt die Gold. Jeder Atemzug erfolgt, wenn ich schnuffle, geht der Bauch, brennt's wieder, meine Crew dann wieder. Digger, Gorillas, Druck an, aber gib Gas. Ist das das, was wir lieben und verbindet? Schau hinter die Kulissen, alle anderen verblindet. Es wird Zeit, um da alles aufmischen, ausmischen. Unsicher, die Bullshit, die Schwulz, bitten die Rap-Köpfe. Story-Jungs, also viel Liebe, wenn du klar kommst drauf. Hab immer gegeben, immer gemacht, hol mir was mir zusteht. Ausverkaufte Halle, Mann, Krone, bauen Bomben. Glück und Freude in der Stadt, wo brüllt, werdet rar. Man find's immer wieder wunderbar. Für was renne ich, für was bin ich, wieso renne ich, wenn ich laufen kann. Leben auf der Überholspur, Zürich Autobahn. Inner ist Stress, drückt aber im Bauch. Darum bin ich dankbar, was ich hab, ohne Sachen, die ich brauch. Ein leidenschaftlicher Rapper mit Ambitionen, rennen schneller über Felder, du Wälder wie Antilopen. Schau den Boy, man, ich schiebe dope. Mit dem Smile auf dem Gesicht, wenn die überholt. All das Schaffen hat sich ausgezahlt, Promi-Status ausgemalt. Kommen mit den Leuten voll hungrig aus dem Urwald. Yalla Halla, komm Raps in der Garage. Tracks aus dem Lab, so wie Crack an der Langstrasse. Die wollen mich jagen, man, mit Sabern und mit Zähn. Du kannst mich abgehen, mit Plage auf der Jacke, bam. Shit passiert, big shit eskaliert. Grau-weiße Zone, Schwindel, so wie Mescalin. Hi Mexiko, tight, digga, beste Flow. Rap mal cool an mir los, digga, schwebt davon. Seh noch schwache Glieder, oberflächlich lachen, zu wieder machen. Bin es nur mit Real, hab ein Ziel vor Augen. Mein Glaube gibt mir Kraft, besitzt Huren, Söhne in Angst, Pack, Pass, meine Blanz machen die Lungen durch. Ich komm bei Young Mula, Sharpshooter, alle meine Jungs heben besser, man, ganz auf den Wurmschick. Selber Stich, Mord aus dem Fokus. Jeder Move, Hokus, Pokus, kenn ich schon im Voraus. And Apollo, deine Mami, meine Mami, mein Bruder heisst Dani, machen Money mit der Gang. Bang, bang, fahren durch mit dem Van. Du hängst gerne an den Eier, fliegen um wie ein Geier. Bleiben leider auf der Suche nach euch Kids. Liebe Kleider, Pussy, brauche ich und Pizza. Ich bleib stein, jeder Kuchen killen Beats an. Ich nehm dein Ei, druck den Suppe nicht im Dickdarm. Steht es wird warm und mich kommen verwandeln. Meine Junge, meine Augen werden röter, verstrahlen die Junge, meine Finger muskulöser, Augenlider nur noch grösser. Mein Körper nur noch grösser, willkommen M-Polo, ja Bitch. Aha. M-Polo im Gebäude heute. Dopia Ehre 167 Flash. Das ist so, wie wir es machen. One, 167 Flash! I ain't about to sit back and talk about gats and glocks and busting caps on block cracking or practice cops. You couldn't handle when I'm deep like a diver. The cookie corner canal keeps my streets live. I play the DL and watch the outskirts. I write an ill verse, I never shout words that makes my mouth hurt. I go to Boobie's place and rap the groovy breaks, popping in a Fuji tape and watch all the moves we make. We're getting up until we're choking. I feel over in the tenth or and beyond. I got the ball, bitches soaking. I generate the girls good night. I spread the word like my lyrics and my style don't match what I look like. You know not to pass judgment. My ass ain't budging. I kill a fast dozen of your fam and fuck your last cousin. Straight from Jersey, doing just what I feel. Steal a meal, I'm the druggie to deal, but keep it real. So give a free blunt. I only had to smoke weed once to rap while I puff that and chill as I buck back and grab my nutsack and fairy crews who fuck fangs. See, I'm the broke bitch that you don't wanna smoke with. Been rhyming since the days of puffing joints out the road clips. I wake up every morning and I always wonder why peeps are OD. Treat my streets like a slumber. This ain't a vacation spot, so go clean your gloss. So many names with spray cans, we can paint the blocks. I dreamed up, I never chill with no creeper. Hanky sporty gear, the bottoms of a Saggy jeans cuff. I keep the power to speak, I ain't a flower for freaks. My dirt's deep, I ain't even go without a shower for weeks. So back up off it, your fags had a forfeit. I wet so many heads, they call my crew Farrah Fawcett. Sprinkle over here, there, whenever I
deal and keep it real. Sparking the dark daily where we come from. I cool with the careless kids who rock crusty fronts. They got rusty lungs from smoking dusty blunts. They puff like pros, so call them ashtray mouth. Cause Amboy's a halfway house and this is my last day out. So I'ma catch wreck, knock off your headset. Bullet holes of 5-0 will make the fucking fence sweat. I'm from the ass cracker Amboy, AK the violent villain. Dirty Delaney is where I be illin'. My tiny town is thumbs down, fingertips are splitting blunts. Competition walks away fixing fronts. I fully break beat to dominate my ill fate. Lamping on the milk crate until late, it feels great. Yo, MFMF, Mastermind und Faf. Props gehen raus, 167 Flash. Check the shit, man. Yep. Yes, yo. Yeah. Wieder back da. Im Bunker. 167 Flash im Bunker. Gleich noch ein bisschen Licht, noch ein bisschen. Kommt man noch mit über, was draussen passiert. Aber schnell wird es Nacht, wenn man im Studio ist, gell? Absolut. Kennst du das sicher? Ich kenn das. Ja, yeah. So, wir kommen jetzt zu der jetzigen Zeit ein bisschen. Neu und fresh, neuer Name, neuer Beginn, kann man so sagen. Ja. So, wie schwierig ist es mit dem neuen Namen, dass die Leute dich wieder kennen? So, dass, dass der Vorteil vom Stizo, vom bekannten Stizo, nochmal kann nutzen kann? Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die Leute draussen nicht kann so catchen. Aber ich denke, so wie wir uns das vorgestellt haben mit dem Namenswechsel, ist eigentlich all das, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich schon eingetreten. Also ich habe mich, es ist für mich nicht ein Neuanfang gewesen, so. Ja. Dass ich mich jetzt da irgendwie nochmal muss neu etablieren oder eben, weißt, so von unten muss anfangen, sondern ich kann eigentlich als Stizo gerade können anknüpfen und da ich durch den Namen Stizo zum Teil hure blockiert worden bin bei gewissen Veranstaltern oder sonst bei Medienleuten etc., ist der Wechsel zu Maurice Polo das, was wir uns vorgestellt haben, wie wir wollen eine Tour haben, wir wollen eine Liveband haben etc., so, wir wollen mehr Medienpräsenz haben, ist alles eingetreten. Ah, also von dem ist der Plan voll aufgegangen. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt so rhyme-technisch oder was Topics anbelangt von meinem Sound oder sonst irgendwie grundsätzlich das verändert hat. Das ist überhaupt nicht so. Es ist immer noch Stizo. Ist auch soundtechnisch nicht extrem. Nein, voll nicht. So. Voll nicht. Ist einfach vielleicht ein musikalischer. Dich, ein so. Wow. Ja, es ist ein bisschen musikalischer. Aha. Und ich bewege mich nicht mehr so in dem Stizo Ecken, wo ich mich vorher bewegt habe. Ja. So, mein Schreiben hat sich verlagert. Und dann habe ich gefunden, ist eigentlich, wieso nicht ein neuer Name? Und ja, und ich kann etwas Ästhetischeres wählen wie das Stizo. Und so hat sich eigentlich so das Maurice Polo ergeben. Es hat aber nichts mit dem zu, dass ich irgendwie jetzt das Zeug von früher oder nicht fühle, weißt du? Genau, dass ich sage, Stizo ist wack oder so, überhaupt nicht so. Es hat nichts mit dem zu tun. Wir haben einfach nochmal wollen. Ich rede also extra so in Mehrzahl, so mir. So. Mein Team und ich, die das immer gemeinsam beschlossen haben. Wir haben einfach ein bisschen einen anderen Weg einschlagen, so, und es hat voll geklappt. Aber wir wollten das nicht verbiegen oder irgendwie um 180 Grad wenden und ein neues machen. Outfit oder irgendwie einen neuen Charakter bilden oder so. Voll, nein.
Okay. Ist einfach vielleicht der Neustart für dich einfach nochmal eine Motivation gewesen, auch zum nochmal etwas aufnehmen, zum nochmal Songs machen, zum nochmal ein Album machen? Mhm. Ist auch noch ein Beweggrund gewesen, oder ist einfach wirklich ich kann mal entstanden? Ich habe mal kurz 2013 nach dem Album «Alles macht Sinn», mit dem letzten Album, hatte ich eine kurze Phase gehabt, wo ich gefunden habe, ich rap, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ja. Weil ich habe ein hure schönes und gutes Album gemacht und es hat nicht den Anklang gefunden in der Schweiz, den ich mir eigentlich erhofft hätte. Da bin ich hure pissed gsi. Ja. Und habe wieder alles verflucht und so. Weißt du, ey, ihr habt alle keine Ahnung und so. Ihr in der Schweiz und so. Ja. Das ist ein richtiger Sound. Und die checken es nicht. Und dann habe ich schon eine kurze Phase gehabt, wo ich eigentlich gefunden habe, nein, look, komm, ich möchte das nicht mehr. Und dann ist eben der Gedanke gekommen, ich bin dann wieder ein bisschen ins Studio gegangen, wieder regelmäßig und habe angefangen Songs aufzunehmen. Und so in der Mitte vom Albumprozess ist mir so der Gedanke gekommen, hey, weißt du was, jetzt fahren wir mit einem neuen Namen. Und wir probieren es. Und es hat voll geklappt, Ich habe mit dem Album, das ist mein bestes Album, was Verkaufszahlen anbelangt, was allgemeine Resonanz aufs Album hat, medientechnische Aufmerksamkeit, eben wie gesagt, ich spiele Tour, alles ist aufgegangen so. Yes. Von dem her, ich bin mega zufrieden. Also, wir haben es richtig gemacht. Ja, haben das richtig gemacht, sehr gut. Voll. Ist denn da der Einfluss, oder nicht der Einfluss, sondern die Zusammenarbeit, Zusammensein mit Starter Gang, Jazz Crew, Jeffna, ist auch noch ein nicht eine Motivation, oder eine Motivation mehr, etwas Freshes dazu, also die jungen Rapper wie Jazz Crew so. Ist auch ein Grund für dich, so, um nochmal ein bisschen dich motivieren, um vorwärts zu machen? Ja, also, definitiv. Ich bin recht ein kritischer Typ und eher negativ eingestellt, allgemein. Hinterfrage vieles und so. Und bin schnell so unzufrieden oder hässig. Und mit ihnen habe ich so den Gegenpol gefunden. Sie sind so voll motiviert und sehr positiv. Ja. Und dort konnte ich mir eine fette Scheibe können abschneiden. So. Ja. Weißt du, wie ich mich gebe, wie ich aufnehme, wie ich Songs schreibe, also weißt so, konzipiere. Und dort haben sie mich sehr inspiriert. Das ist aber geil. Sie haben mich so ein bisschen aus dem Loch rausgeholt. Sie haben gesagt, nein, schau, du kannst jetzt nicht einfach nicht mehr rappen. So, du bist der Beste. Weißt so, du, musst. Und sie haben mich dort sehr gecatcht. Und ich habe mich sehr inspirieren lassen so von ihrem Vibe, den sie haben untereinander. Weißt? Und das hat mir recht imponiert. Sehr viel Energie, gell? Weil ich habe das vorher nicht gekannt. Ja. Also, weißt du, so, wir sind einfach anders drauf. Ist ja der Street-Style. Wir waren ganz so anders drauf. Gewesen, so. Ja. Es hat schon gut für den Zeitpunkt und alles. Und es ist all gut und cool. Aber wir waren einfach anders drauf, wie wir jetzt sind. Und eben dort, wie gesagt, konnte ich sehr viel lernen. So, auch für mich persönlich. Das ist cool. Ja, da gibt man merkt ein bisschen so. Ja, weißt du, musst nicht immer grimy sein. Und ja, genau. Weißt du, so cool. Du kannst auch mal lachen und, weißt, so, und mit den Leuten schwätzen und zugänglich sein. Weißt du, musst nicht immer so probieren, so krankhaft untouchable zu sein. Weißt du, ja. Ja, das finde ich schon wichtig. Nicht nur aufregen über alles, sondern auch mal geniessen. Ich finde, der Sound ist ein bisschen auch entspannt, habe ich das Gefühl. Oder du bist auch ein bisschen entspannter drauf. So, kann das sein, dass man ein bisschen nochmal merkt, auch bei «Alles macht Sinn» hast du schon so Tracks gehabt, wo man merkt, du bist ein bisschen angekommen. So. Mhm. Und, also ich bin schon immer entspannt, ich habe auch früher zu den ganzen Mixtape-Seiten und so, ich habe ja sehr viele so auch lustige Sachen gespielt, weißt du. Ja. So übertrieben krass lustige Sachen. Ja. Und das ist schon auch ein Teil von mir so, dass ich schaue, dass ich auch funny bin, weißt du. Nur serious alles. Ja. Zu ernst. Aber der ganze Clubstrassen-Vibe, den ich dort gefahren habe, das bin einfach nicht mich heute. Das bin nicht mich. Ja, man ändert sich auch, gell, im Verlauf. Ich kann jetzt nicht mehr einen Song machen über den Club. Ich bin nicht mehr im Club. Ich hänge nicht im Club. Mhm. Ich rap nicht mehr, wie viele Bitches ich am Abend heimnehme. Ich nehme keine Bitch mehr mit heim. Weißt du? Ja. So. Ja, dann ist es auch noch real, wenn man dann nachher da repräsentiert, wo man absolut hat, ja. Aber Flow, Delivery und so, würde ich sagen, habe ich schon noch nicht irgendwie verloren. Es gibt ja sehr viele Rappers, die ich finde, so, die im Alter so wirklich ihren Flow ablegen.
so, die nicht mehr so dope sind wie in den 20er Jahren und so. Wo nur noch rappen und ein bisschen ja, ich finde dann so, es ist ein bisschen langweilig, es ist, haben sich irgendwie nicht weiterentwickelt und sind schlechter wie voran. So. Ja, habe ich oft mal ein das Gefühl, wenn ich die, vor allem in der Schweiz, so bei den älteren Garten, so, ja, die nicht mehr so cool sind. Und ich finde, das habe ich nie, den habe ich nie verloren. So, nein, Flow, du bist Flow ist mir immer noch wichtig. Man merkt auch die Entwicklung, also weißt, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Eben, gewisse machen sich dann auch bequem, weißt, so, wenn du einen gewissen Style hast, gewisse Art von Beats, dann nimmst du immer da und dann machen wir einfach nur 20 Alben in dem Stil. Ja, ja, voll. Also ich merke, direkt, du hast ja auch schon ein paar Mal ein bisschen aufgeregt so über so Geschichten, gell? Ja. Yeah. Hast du das schon immer gehabt, dass du sagst, ey, ich würde ein bisschen mehr Leben sehen und so und machen ein bisschen so? Oder ist da... Wie meinst du mehr Leben gesehen in Bezug auf was? Auf Rapper jetzt, auf Flow und eben Delivery. Das, ich finde einfach allgemein, der Rapper soll sich ein bisschen mehr oder weniger auf seine Lines konzentrieren, sondern mehr auf die Musik eingehen, weißt? So ein, ich habe das Gefühl, sehr viele Leute in der Schweiz schreiben so krankhaft auf irgendwelchen Beats ihre Best 16er und dann probieren sie das so dope wie möglich aufzunehmen und dann ist es irgendwie nicht, weißt, dann ist es so statisch, weißt, so nicht flexibel. So. Ich finde, so locker. Ich find, viel zu wenig Rappers in der Schweiz gehen auf die Musik ein. So. Mhm. Ich bemängle auch viele Jungs, die so komische Beats picken. Ja. Weißt, ich verstehe das nicht. Also gut, eben, ich meine, schlussendlich ist alles Geschmackssache. Aber ich bin ein Typ, ich los Soul-Musik und Funk-Musik. Mhm. Und ja, ich habe einfach andere Erwartungen eigentlich an meine Musik. Oder an die Musik allgemein. Muss für dich ein Beat mehr abgehen? Also mehr wirklich die Leute bewegen, auch zum Kopfnicken oder so, anstatt zum Nachdenken? Nein, das hat nicht mit dem zu tun. Nein. Der Beat muss einfach Soul haben. Ja. Und es kann auch ein Beat abgeben, der voll Soul hat. So. Der Beat muss das Gefühl hat, ja, ich mache Mood Music. So. Ja. Weißt, so, ich finde einfach so trockene, synthi Sachen. Was ist das? Weißt, nur weil er irgendwie noch ein geiles Tempo hat und so und kannst vielleicht noch krassen Double Time drüber machen und so, fühle ich nicht. Toucht mich null. Ja. Toucht mich null. Aber es gibt auch zum Beispiel Trap-Musik, die ich nicht so fühle. Aber auch dort gibt es so Geschichten, weißt, so sphärische Trap oder so mit Soul-Elementen drin. So. Gewisses Gefühl. Drake macht das zum Beispiel hure schön. Oder? Er verbindet das hure schön mit so karibischen Elementen und hat auch hure viel Soul drin. Das finde ich dann wieder geil. Ja. Das gefällt mir zum Beispiel hure gut. Aber alles so das trockene, langweilige Zeug, so das fühle ich nicht. Ein bisschen der Monotone vielleicht, ja, oder eben der East Coast. Oder Loops. Wenn du einen Beat hast, der immer einen Loop hat, wo nichts passiert, hat immer einen Loop. Das ist zwar ein krasser Loop, aber es passiert nichts. Okay. Kein Break-Deal. Keine Änderung. Nichts. Weißt du, es passiert nichts. Und, ich finde, Rappers in der Schweiz müssen sich mehr mit der Musik auseinandersetzen, weder mit ihrem scheiß eigenen 16er, wo sie schreiben. Ja. Weißt du? So. Das ist so ein Wunsch, den ich an die Leute hätte, außer so, macht mehr Musik. Musikalisch einfach ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr musikalischer, ein bisschen mehr Feingefühl für die Musik selber. Mhm. Das ist ja nicht poppig, sondern einfach wirklich sich auseinandersetzen mit Melodien, mit. Ja. Ganz genau. Und auch mal ausbrechen aus dem Stieren 16, 16. Immer gleich. Ja, das habe ich auch mal gesagt, so 16 Bars Hook. Also das hast du im 96 hast du so gecrackt. Das ist eine wilde Länge. Jetzt kannst du auch 8 Bars rappen. Cool. 6 Bars, dann bringst du eine Bridge, dann bringst du 2 Hooks hintereinander. Ist interessanter für den Hörer, oder? Also, weißt, kannst du auch nicht eine Platte hören und es ist immer, du weißt genau, was jetzt kommt. So. Yeah. Ich verstehe eben auch mit diesen monotonen Beats, oder? Es ist schon geil, auch die Loops und so. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das ist wie Meditation, weißt du? Vorgeschrieben und so. Mhm. Aber ich finde, dort muss der MC ein bisschen mehr draus machen. Wenn der Beat monoton ist, muss auch der MC noch ein bisschen mehr spielen. Oder? Ich finde sowieso, macht mehr Lieder anstatt Tracks. Macht mehr Lieder, macht Songs. Weißt? Ich meine, früher ich bin der grösste Primo-Fan. Primo kann ich heute nicht mehr hören. Schon? Nein, ich kann das Zeug nicht mehr hören. Zu klar, was passiert. So. Es ist zu voraussehbar. Ich weiss, schau, als nächstes passiert das. Ja. Dann passiert das, dann kommt ein Cut. Da kommt der Rapper, also, es ist so, ja, ich will auch ein bisschen herausgefordert werden, so, weißt? Das ist auch, wenn man lange lost, gell? Lang Rap lost, und nachher kennt man schon gewisse Abläufe. Und ja, voll. Man hat das schnell als Musiker mit der Popmusik, weil Popmusik ist ja immer mega klar, ja, okay, jetzt kommt die und so und so. Mhm. Und das ist bei Rap natürlich auch, wenn man lang lost, ja. Yes, cool. Ja,
Wir hören noch einen Track zwischendurch. Wir hören. Kurze Pause, ja. DJ okay. Flexible, Tango Kollektiv, ist hier im Haus. Er spielt noch einen Song und wir sehen uns nachher gleich weiter und reden gleich weiter über Musik und alles Mögliche. Yeah, peace out. Yeah, questa va fuori per 167 Flash. Il mio nome è Beppo, aka BMC. Nessuno mi conosce, ma è meglio così. Chi cazzo se ne frega. 167 Flash. Flash. Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong. All of us are born with the miraculous ability to determine the direction from which sounds approaches. Let us venture into new and uncharted lands. People get shook up, you know what I mean? 167 Flash! Energetic, poetic and athletic. You know I get down and dirty when it's time to set it. I'm tearing through, clean your scene like ammonia. I drown ya, flood four corners, the perimeter. I wonder, cause earthquakes, bolts and lightning. You couldn't test the one and only Mike Titan. Afura, now you hear it, now you know it. The body of the life force came forth just to show us. Crucial, lyrical style ain't what it used to. Microphone check, 1, 2. I hit the atmosphere, give MCs visions of comics. Technique hit by force, the earth I hit and bomb it. Immaculate, conception with the weapon. Emitting mind-boggling forms to mental sections. Beats is cooked, bass burning like it's lava. Throwing shit together more iller than MacGyver. I never tire, spirit live like a wire. I came to let you know fantasies burn like desires. Before I go, on this mic I show pity. Coast to coast I whirlwind through cities. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. My mental violence will shower, devour at a crazy rate. Enterprising, uprising, surprising, ultrasonic, mind like bionic. Hit your body up just like a roots tonic. It's ironic, negative broke to north. I hit the crowd up and scorch off like Malator. Stadiums is ripped in half, the diameter of area. Mathematics, straight up stereo, face to face, cheek to cheek, eye to eye. Not many wish to battle but never wanna die. So they kick it, bout the finer things in life. Yes, rings is nice, yes, but now the skills be priceless. And so I radiate platinum, diamonds luster, flavor. Perform unique, my cosmic saber. As the legends told, the heavens cradled my birth. Time to get down from my crown and show you what it's worth. My energy level's about to reach the proximity. Perverted monk, I whirlwind through cities. Friends prefer to call him just plain God. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. My mental violence will shower, devour at a crazy rate. The intentions on reminiscence essential. On how I had dreams of a youth, now monumental. It's coming true, things I said have come to pass. That MCs would get busy but still won't get no cash. Some talents get the stash with skills are half as yours. It's not about styles, it's what the crowd you has applauds. This unified circle, slip up it hurts you. So I spread forth and my thoughts make miracles. With my syllables I'm killing you, but never softly. I'm unique, my critique speaks of my physique. From Chicago to Cairo, skills like the mic. On MCs I make them think that I was hieroglyphics. Now the whole world can read the message. Fake MCs couldn't walk through my passage. I fool rock, shake the world with agility. Master self, I whirlwind through cities. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. My mental violence will shower, devour at a crazy rate. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. My mental violence will shower, devour at a crazy rate. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. My mental violence will shower, devour at a crazy rate. Yeah, I whirlwind through cities. Influential, scientifical power. Yeah, yo! Schön, sind wir wieder da. 167 Flash mit Stizo aka Morris Polo. Oder lassen wir Stizo ganz weg? Nein, Stizo ist cool. Ich sage durch viel noch Stizo. Schon, jetzt schon ein Style, Stizo. Oh, vielleicht nenne ich mich beim nächsten Album mal Stizo. Man weiß ja nicht. Ich kann machen, was ich will. Ja, das ist ja schön. Das ist frei, schön. Ja.
Vielleicht gibt es ein monotones Boom-Bap-Album von dir. Ja, ja, wir haben etwas so jetzt am Laufen. Ist etwas am Laufen? Ja, ja, es ist etwas am Laufen. Aber du darfst wahrscheinlich nichts verraten. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen verraten. Okay. Ist denn da ein bisschen Stutter Gang dort ein bisschen etwas am Start für die Zukunft? Dass so zusammen irgendetwas machen? Also es ist schon mal ja, so Crew, also Compilation-mäßig. Compilation zum Beispiel, oder ist es ein Thema? Ist es ein Thema? Mhm. Ist es ein Thema? Jazz Crew ist jetzt gerade mit der EP rausgekommen, Bourbon, wo man sich auch so zieht. Unbedingt. Sie sind aber auch schon am Album dran. Ja. Und ich bin auch schon an meinem neuen Album dran. Das heisst, ich denke, die zwei Sachen werden jetzt noch parallel so dann abgeschlossen. Und dann gibt es dann sicher mal so ein Crew-Album. So. Yes. Mhm. Geil. Und BM, so, gibt es dort noch ein bisschen? Oder ist dann mehr so, ist jeder ein bisschen auf seinem Weg und hat viel Viele machen gar keine Musik mehr von den Jungs. Ja. Ich bin immer down für so Sachen. Ich wäre sofort dabei. Ich finde es immer cool, mit anderen Leuten zusammen, oder mit Leuten zusammenzuarbeiten. Mit dem Score habe ich auch MDMA Crew. Mit dem Sulaya ist etwas im Plan, dass ich mit dem Sulaya noch zusammen ein Album mache. Also ich bin immer offen, ich mache auch viele Features. So. Ich finde das immer cool. Also ich bin für alle Projekte eigentlich meistens zu haben. Und es muss einfach passen wahrscheinlich im Ganzen. Ja, es muss auch ein bisschen Sinn machen und so. Ja, und man muss sich auch organisieren. Wenn es einfach total chaotisch ist und so und nichts läuft, dann habe ich auch keinen Bock. Also, weißt, es braucht schon Infrastruktur. Und wenn das steht, eben, an mir liegt es eh nie. Es liegt meistens so an 3 Personen. Oder? BM ist nochmal ein anderes Thema. Das ist eben, viele machen nicht mehr Musik. Ja. Es sind auch viele Leute, gell? Also, ja, eben so zum Koordinieren. Wir haben es schon immer schwer gehabt zum Koordinieren. Auch früher schon. Wir haben das Album gemacht. Ja. Aber das war ein riesen Krampf. Und ich meine, der Bimo ist aktiv, der Bimo macht geile Sachen. Jetzt auch mit dem Sulaya. Und er war schon immer dran. Ja. Der Sema ist ein bisschen am Schreiben, das weiss ich. Ah, ist schon dran. Ja. Aber sonst viel mehr. Also der Blanco macht Videos. Ah, okay. Macht auch mal Videos, aber ob er noch aktiv so wirklich rappt, weiß ich nicht. Also den Deckling gibt es glaube ich so auch nicht mehr. Von Mike Hunter weiß ich gar nicht, was läuft. Also müsste ja gleich etwas passieren, dass du müsstest einfach jemanden haben, der das Ganze koordiniert und die Leute organisiert. Und dann müssen natürlich die anderen alle Bock haben. Ja, ja klar. Das ist dann ja jeder auch Lust. Das hat dann vielleicht nicht alle Bock, aber ich fände es geil. Hast du bist du früher noch ein Motivation gsi so der Head gsi oder die Semantik oder es ist hauptsächlich der Blanco gsi. Der Blanco hat das alles organisiert und hat die Telefon gemacht und die E-Mails geschrieben und machen vorwärts nehmen du motiviert und ich bin einfach immer der gsi wo dann als erstes tätig gsi ist so und wo als letztes gegangen so immer voll motiviert. Ja, das ist recht. Ja, darum bist du auch wieder da und bist wieder am Start. Neues Album, Wandering Boulevard. Boah. Und ich sehe immer noch fresh aus, ich bin jetzt 35 und so. Bin immer noch voll jung, hä? Also, du bist zwar nicht zu haben, glaube ich, aber nein. So sollte man können, was so börsenmäßig. So datingmäßig. Dating-Style. So. Ohne einblenden, so eine Nattelnummer. Genau, also. Yes. Früher hättest du das schon mitgemacht, wahrscheinlich so. Zu der ich habe mal auf meinem Mixtape meine Nattelnummer gegrabt. Ah, sogar. Die ist heute immer noch die gleiche. Ah, krass. Ja, das ist heute immer noch die gleiche. Also wenn wir Stalkers, also ich muss das MF-Mixtape irgendwie organisieren und dort auf einem Song rappe ich meine Telefonnummer. Okay. Los! Jetzt hast du das Mal ohne Jahre von irgendeinem Psychos. Ja, wie hat sich so mit dem Album? Wie ist das Schaffen? Wie bist du das Album angegangen? Ich habe Texte, Songs von meiner Seite aus fast komplett geschrieben gehabt, bevor ich mit dem Aufnehmen angefangen habe, respektive bevor ich Beats hatte vom Jaffna. Okay, ja. Also ich habe das Album, glaube Ende 2014 fast fertig geschrieben gehabt. Ich habe effektiv auf dem Album vielleicht 3 Songs dann gerade einfach noch frisch geschrieben. Aber ich habe sehr viel geschrieben in den letzten 2 Jahren. Wie hast du angebracht, dass die auf die Beats nachher genau passen? So? Hast du noch viel müssen umschreiben und anpassen? Zum Teil schon, ja.
Ja, weil ja. Ich meine, da ist jeder Beat so individuell. Zum Teil habe ich auch ganze Passagen neu machen und so. Ja. Aber einiges ist einfach so können übernehmen. Ja. Weißt, ich habe nochmal so Referenzsongs gezeigt und er hat es dann einmal am Tempo angepasst. Ja, okay. So, aber es hat sich schon noch recht viel. Ich habe auch viel neue nochmal aufgenommen. Aber das Gerücht, so wie ich gewusst habe, wie die Songs sollen tönen, also nicht tönen, sondern der Inhalt der Songs und wie das Album ungefähr herkommt von meiner Seite aus, das Gerücht hatte ich eigentlich gehabt. Aber klar, ich habe dann innerhalb der Songs und von der Struktur dann schon noch Sachen abgegeben. Aber prinzipiell, ich hatte zuerst Text gehabt und Beats sind eigentlich dann mehr oder weniger im Nachhinein gekommen. Und klar, ich habe schon auch auf Beats geschrieben von ihm. Es war vielleicht so 50-50 gewesen, so schlussendlich. Aber kannst du eher, wenn du schreibst, schreibst du eher mit dem Beat, also mit Musik im Hintergrund, oder kannst du auch einfach so irgendwie schreiben? Also wenn du jetzt ohne Beat... Es gibt viele verschiedene Techniken, die ich habe. Ich habe gemerkt, ich kann, also am besten schreibe ich allein. Aha. Daheim. Vor dem Mac. Okay. Also der Beat. Das Blatt, Stift und ich, so. Oder das Natalie. Schreibst du auf dem Handy? Ja. Was ich auch gemerkt habe, ich schreibe besser, wenn ich stehe. Okay. Und so dann wie so gerade kann performen. Also jetzt ja. Vom Natel. Wenn ich so stehe und gerade schon wie performe, so. Okay. Schreibe ich besser, habe ich jetzt das Gefühl, schreibe besser, als wenn ich sitze und schreibe, so. Okay. Dann bist du so im, also weißt du, bist so, und beim anderen bist du so am Move. Tönt nach West Coast. Und wenn ich laut rap, also weißt du, wenn ich schon so wie so drüber rap, so bin ich so jemanden will haben, so laut. Aha. So freestyle-mäßig und dann übernehme ich so die Rhyme Patterns, so, oder die Flow-Strukturen. So, und dann fange ich an. Und vom WC schreibe ich auch gut, ohne Beat. Dann habe ich einfach so Song-Ideen. Dann schreibe ich einmal so 16er während dem Schiessen. Und wo ich auch gut schreibe, das ist noch crazy, aber das habe ich mir auch angeeignet über die Jahre, ist, wenn ich Auto fahre und ich habe einen Beat, dann fahre ich und rappe ich eine Bar. Rappe eine Bar, fahre weiter, rappe die zweite Bar, okay, dann wiederhole ich die erste und die zweite, hänge ich die dritte an. Die kannst du merken dann. Und wenn ich daheim, ich schwöre, es ist kein Witz, ich will ja nicht bluffen, aber wenn ich nachher daheim ankomme, habe ich einen 16er im Kopf. Was ich einfach dann muss machen, ich muss gerade heim und muss ihn eintöckeln. Okay. Aber das ist crazy, ich habe angefangen, im während dem Autofahren im Kopf schreiben. Ah, heftig. Ja. Ja, das ist krass. Das ist nicht schlecht. Aber das ist Herztraining. So Jay-Z-Style. So. Das ist so Jay-Z-Style. Im Booth reingehen und einfach so aus dem Kopf. Also einfach so im Booth rein und rappen könnt ihr nicht. Ja, einfach mal sofort dann schreiben. Nein. Das hat der Score früher können, so zur Mixtape-Zeit. Der Typ ist einfach im Booth rein und hat einfach so gerade gerappt. Wir haben mal einfach so geschriebene Freestyles, einfach immer so 5 Minuten. Watsch. Dann sind wir rein und Grabs sind eigentlich auch Freestyles, einfach geschriebene Freestyles. Schnell Freestyles. Ja, aber das im Kopf, das habe ich gelernt. Aber das finde ich recht geil, dass es so klappt. So. Hast du für das Album jetzt auch schon Flows gehabt? Also eben Text mit dem Flow, wo du dann zum Jaffa gegangen bist und gesagt hast, hey, schau mal so und so, sollte in diesem Flow zu tönen. Hm. Also, Nein, ich habe mehr so gesagt, look, ich möchte ein Beat, der so tönt wie der. Mhm. Oder Samples zeigt. Ich habe ihm auch Samples gegeben zum Teil und gesagt, ich möchte, dass der Sample in dem Song vorkommt. Ja. Aber er hat recht allein geschaffen. Mhm. Bei ihm war einfach krass gewesen. Er macht nicht viele Beats, aber die Beats, die er mir einmal geschickt hat, ich habe, glaube ich, jeden genommen. Sind genau die richtigen. Ich habe, glaube, vielleicht auf 2-3 Ausnahmen habe ich, glaube ich, jeden Beat genommen. Aber ich habe ihm schon gesagt, wir haben eine Vorstellung gehabt, wie wir möchten, dass das Album tönt. Ich habe ihm auch ein Referenzalbum gegeben zum Hören. Ich habe gesagt, ich möchte, dass es in die Richtung geht. Und er hat dann aber frei das Zeug gemacht und hat es genau so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Er hat alles produziert. Es hat noch Gastmusiker gehabt. Er ist noch als Feature drauf auf einem Song, auf Chrome. Er hat alles allein produziert. Weißt du noch für Features drauf? Ich habe Little Miss Sunshine, also
der Feliciano Ponce von Luzern, von Mosquito. Aha. Vom Luzi, ich weiss nicht, ob ich den kenne. Mosquito, das ist echt eine grosse Nummer in Luzern. Aha. Er singt, er ist so der D'Angelo von der Schweiz. Also ich wollte zuerst ein Seven wählen. Seven hat dazu gesagt. Und nachher war er aber busy mit dem Vox-Zeug. Mit der Sendung, ja. Genau. Und dann, er hat dann auch plötzlich nicht mehr auf die E-Mails geantwortet. Ja. Dann haben wir so wie, die wenn du beim Geschäft irgendwie in die Ferien gehst, weißt du, Abwesenheitsnotiz-Style. Dann haben wir uns für den Feliciano Ponce, eben für Little Miss Sunshine entschieden. Mhm. Wo ich schlussendlich finde, ist genauso gut jetzt. Hat auch nicht den Namen oder den Impact vielleicht von einem Seven, aber musikalisch hat es mir sehr gefallen, was er gemacht hat. Mit dem Seven hast du schon mal etwas gemacht? Mit dem Seven habe ich auch schon etwas gemacht. Ja. Auf dem ersten Album «Zeit zum Gehen» hat der Song geheißen, auf «Tiefe Luft und Engel». Ja. Genau. Dann habe ich den Leduc drauf. Mhm. Den habe ich schon auf dem letzten Album wählen. Hat aber nicht geklappt. Ja. Den habe ich schon immer sehr geil gefunden. Fresh. Ja, voll. Also ich habe früher, sie haben ja zuerst Mixtapes, Lohndrücken hat zuerst Mixtapes rausgehauen, die Updates. Dort habe ich gefunden, der hat so Lil Wayne-mäßig gerappt. Ah, okay. Habe ich mega geil gefunden. Eben etwas, was ich vorher noch nie gehört habe in der Schweiz. In der Schweiz, ja. Voll crazy flows und lyrisch sehr stark und geile Delivery und so. Und dann, dass er ja dann angefangen hat zu singen und so, ist er nachher aus Typ auf dem I, so. Das hat ihn dann wie abgerundet als kompletter Künstler. Und ich habe einfach ihn als Künstler sehr interessant gefunden. Also auch ich heute noch finde ihn sehr interessant und vielseitig. Eben, der kann rappen, der kann singen, der ist crazy. Da recht Erfolg jetzt, oder, mit den Sachen? Ja, sind böse. Ich meine, neben dem Blick und dem Stress ist Lohndrücken so der grösste Schweizer Export oder die grösste Nummer so in der Schweiz. Ja, eben ihn habe ich gewählt und schön, dass es geklappt hat. Eben vom letzten hat es nicht geklappt, jetzt auf dem hat es geklappt. Dann habe ich Stereolux drauf, habe ich auch. Also das hat eigentlich hauptsächlich den Schaffner gewählt, weil er ist voll Stereolux-Fan. Ja. Ich finde den Stereo auch cool, aber ich habe ihn vorher gar nicht gross kennengelernt. Aber er ist halt auch von Zürich und wir haben so eine Zürich-Hymne machen und hat der Schaffner gefunden, hey, da muss einfach der Stereo drauf. Passt gut. Genau, also sehr cool. Ist auch ein richtig geiler Sieg. Dann habe ich da den Cypher-Track gemacht mit Jensen drauf, mit dem Efe, mit dem Bosnak, mit dem Skinny Stylus, mit dem Live-In, mit dem Ali 7000, mit dem Score. Da wollte ich einfach so einen Song. Ich wollte nicht so viele Rap-Features haben auf den einzelnen Songs. Ja. Deswegen habe ich einfach gefunden, dann mache ich einfach einen, wo ich einfach so Jensen drauf haue. Ja. So, das ist, also, ich habe glaube sonst kein Rap-Feature außer der Jaffna Gold Rap noch einmal auf dem Chrome. Sonst habe ich keinen Rap, ich kann eigentlich sonst nur gesungene Sachen. Genau, dann habe ich Nadia Laflamme noch, das ist eine Kollegin von mir. Das war mehr so ein Joke. Wir wollten einfach eine Frauenstimme, wählen, die im Hook so LLQG-mässig so ein sexy swag. Ja, ja. Genau, und dann haben wir einfach gesagt, das ist mehr so ein Joke, sie macht sonst keine Musik. Das ist immer easy, so. Das war cool, war recht lustig. Sie war noch nie gross in der Buff und dann musste sie wirklich guiden, weißt du, ein bisschen nervös. Und dann macht sie so. Genau, ja, das ist glaube ich alles so. Ja, cool. Und den Score habe ich noch drauf auf einem zweiten Song. Ja. Genau. Einzelne. Ja, genau. Cool. Und wie bist du zufrieden so, wie es ankommt von der Resonanz? Ich bin super zufrieden. Riesig. Ich bin sehr zufrieden. Nein, ich darf nicht negativ schwätzen. Ich bin sehr zufrieden. Wir sind auf 20 gechartet in der ersten Woche. Yes. Ist mir nachher aber schon klar gewesen, dass ab der zweiten Woche so, dass du nicht mehr gross rum bist in den Charts. Ist mir schon bewusst gewesen, dass die Hard Knock Fans oder die es kaufen, verkaufen sie in der ersten Woche oder eben im Vorverkauf, genau, und dann flacht es ab. Die Kunst davon ist ja, dass du in den Charts bleibst. Also wenn du ein bisschen verdienen willst, muss ich es halt so über Wochen in den Charts auch heben. Der Manilio hat das mit Kryptonit, das ist, glaube ich, schon seit 10. Woche in den Charts. 10. schon? Ich glaube, heute habe ich geguckt, schon um 86. Ja, aber ich bin in der ersten Woche auf 20, von dem her bin ich mit der Sales in der ersten Woche sehr zufrieden. Eben, wie gesagt, das ist mein bestverkauftestes Album, das ich bis jetzt hatte. Ja. Die Resonanz ist, also ich habe nur Positives gehört bis jetzt. Ich habe nicht jemanden, doch jemanden, aber das ist ein Freund von mir, den wir angerufen haben, gefunden. So, aber das ist okay. Du rappst nicht mehr wie früher. Ja, voll, sowieso. Okay. Maurice Polo und da, wieso mit den Jungs da, bla bla. Aber das ist okay. Nein, sonst sind glaub, durchaus, also durch die ganze Band durch, so sind die Leute glaub, recht begeistert. Cool, fresh.
Und jetzt noch ein unterwegs, gell? In dem Fall noch ein jetzt ab August auf, gehen wir auf Herbst. Also, es ja, ist eine Herbsttour, aber sie fängt ab August an. Ja. Peanut Butter Jelly Tour heisst die. Das ist das bin ich und SOS. Die Jungen von Bern. Mhm. Das ist der Native und der Dawil. Okay, kein Schlimm. Sind so ja, die neue grosse Crew so in der Schweiz, die glaube ich richtig big wird. Die sind recht checken. Cool, so, ja, die musst du unbedingt abchecken, SOS. Die machen so Boom-Bap-Sound auf die einen Seite und auf die andere Seite machen sie Trap. Also es sind so Junge, wo voll aktuell sind so, genau, aber die auch das alte Zeug voll respektieren und halt auch wirklich so Musik verliebt sind und wo sich wirklich Gedanken machen, also wie Songs mit Tönen, also weißt, wirklich intelligente Leute. Und mit ihnen, also ich und sie gehen auf Tour. Es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie sie Vorgruppe sind oder ich Vorgruppe, es ist einfach eine gemeinsame Tour. Mhm. Wir starten ab August und geht bis um Mitte Januar. Also wir sind ja 6 Monate auf Tour mit Liveband. Also zum Teil siehst du mich mit Liveband. Mhm. Wenn es klappt, so die Infrastruktur gut vom Veranstalter passt und wenn der Club die Kapazität hat mit Liveband und wenn das Budget passt natürlich. Und sonst machen wir einfach DJ-Show mit dem, ja genau. Wer ist DJ? Ja, wir wechseln ein bisschen, also da sind noch Obi-Wan ist sicher dabei, der Jesaja ist dabei, je nachdem wer einmal kann. Aha. Und sonst der Jaffna Gold ist auch gerne einmal so noch ein bisschen der Regler. Ja. Aber ich kann immer so ein bisschen auf Jungs zugreifen, aber geplant ist eigentlich der Obi-Wan und Jesaja. St. Gallen ist auch drin, irgendetwas live-mässig? Ja, aber kann man noch nicht sagen. Nein, ich kann schon, aber ich weiß es nicht. Ich habe Daten, aber man kann es sich auch irgendwo abchecken. Ja, also Facebook und ja, so. Ja, ja. Also der Flyer ist jetzt noch nicht, der Tourflyer ist noch nicht parat. Ich glaube, der kommt, wenn ihr das jetzt schaut, glaube ich, sollte er draußen sein. der ist jetzt, ja genau. Mit der Zeit ist glaube ich ein bisschen verwirrend zum Spielen. Er ist jetzt fertig und draußen. Genau. Yes. Nice. Ja, wie ist es sonst so mit dem ganzen Business-Ding rundherum? Um jetzt weg vom Sound machen, sondern da, wo drumherum ist. So. Ja. Mit Leuten reden, dort und da, Pressetext, bla bla bla. Ist da etwas für dich oder sagst du, da gebe ich gerne ab? Und ja, ich habe das gute Glück, dass jetzt bei dem neuen Album bei Northern Boulevard das No-Hook quasi als Label fungiert. Mhm. Also ich bin No-Hook. Ich bin No-Hook gesigned, wenn du so willst. Das ist ein junges Label, ein junges Berner Label. Mhm. Ich glaube 3 oder 4 Angestellte. Aber sie sind am expandieren und haben interessante Geschichten, interessante Signings, die in Zukunft kommen werden. Also es wird sicher krass etwas gehen. Und es ist natürlich Gold wert für mich, dass ich den ganzen Papierkram nicht machen muss. Ja. Dass ich nicht muss Medien akquirieren muss, um irgendwie Interviews zu bekommen oder irgendwie in Zeitungsartikel abgedruckt zu werden. Mhm. Also ich kann wirklich mich auf die Musik konzentrieren. Und ja, den ganzen Bullshit habe ich nicht. Und für das bin ich sehr dankbar, dass das so ist, weil das fickt böse den Kopf. Und das kann dir sehr viel kaputt machen, so auch rein künstlerisch, weißt, so in einem Albumprozess rein, wenn du nebenbei den Scheiß noch musst machen musst. Genau. Ich kann zum Teil sehr abfucken. Also ich habe da auch grusige Sachen erlebt. Oder wie ist zum Teil, kannst du auch sehr enttäuscht werden, weißt, wenn du dir etwas vorstellst und du möchtest und es klappt nicht so. Aber wenn du jemanden hast, einen professionellen Manager oder so, der für dich schaut und wo du weißt, bei dem bin ich in guter Hand. Wie gesagt, ist natürlich Gold wert. Ja, so. Ja. Hast du vor mehr auch viel selber machen müssen? So wie alles wird gut zum Beispiel und so, hast du damit in die Hand genommen? Ja, alles eigentlich. Also das Einzige, was ich einmal gemacht habe, ist, ich habe mein fertiges Album an einem Label gegeben, also zum Beispiel Nation, wo dann einfach den Vertrieb gemacht hat. Ja. Also ich bin einfach ins Büro eingefahren, da haben 300 CDs und sie haben es einfach verteilt. Ja. Und sonst habe ich alles Und was ich jetzt auch neu habe, ist auch cool. Ich habe ein Kleidersponsoring von Good Boys. Das ist ein Münchner Label, das jetzt
in der Schweiz Fuss fassen. Also, du bekommst die Ware über urbanpeople.com. Über. Nice. Und ich bin so ein Aushängeschild von denen. Cool. Das sind so Sachen, die... Da gehört dazu, gell? Das ist geil, um da... Ey, weißt du, du kommst die ganze Zeit Kleider rüber, weißt du, und das ist schon geil. Das habe ich vorher nicht gekannt. Du hast immer müssen hustlen und jetzt kommen wirklich die Leute und sagen, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, ja. Weißt du, das ist geil. Und man sieht so deine Vision oder weißt du, das ist geil. Sehr nice, sehr nice. Ja, wenn man verstanden wird, was man will machen, gell? Das ist immer cool. Ja, cool. Yes, geil, cool. Schön, bist du wieder am Start, weißt du? Morris Polo. Ja, und ich bin am nächsten Abend dran, also es kommt schon am Eis. Ja, gell, so. Ist wahrscheinlich schon. Ich gehe noch nicht in der Rente. So, ich merke schon, dass die Motivation ist da und die Lust ist da. Ja, voll, es macht Spass. Ja. Und ich, gut, ich weiss auch nicht, wie lange in der Schweiz kannst du Musik machen, aber der JC ist ja, was ist der, 48? So. Ja, ja, ich weiss nicht, ob das in der Schweiz so kannst du durchziehen. Die Leute können sich das nur nicht vorstellen, aber das kannst du schon. Also, wenn wir sind eine andere Generation, so, weißt du, wir sind anders, wir haben länger durch. So. Genau. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass du vielleicht einen 40er noch Soundbox. Es gibt ja jetzt alte Rocker, die irgendwie 70 sind und immer noch Gitarre spielen. Ja, weiß ich nicht mehr. Also. Von dem her, wieso sollte es mit Rap ein bisschen anders sein? Klar, wir sind nicht der schnellste Rapper sein. Nein, ja, logisch. Logisch. Aber der Style ist. Aber du hast nie gewusst, in welche Richtung. Also weißt du, wie stark die Jugendkultur ist. Mhm. Aber heutzutage siehst du, dass es lang kannst machen kannst. So. Ja. Ohne dass es irgendwie aufgesetzt oder peinlich rüberkommt. So. Ja. Ja, man müsste die viel Älteren müssen dann natürlich forsch zeigen. Und dann, vielleicht sind wir die Generation, die es dann wirklich lebt. So, 50, 55. Ja. Es gibt, ich habe mir vorgestellt, es gibt vielleicht so irgendwann so Coverbands, die so alte Oldschool-Tracks live spielen, wie so heute die Coverbands, die es gibt von den ganzen 60er, 70er Sachen. Vielleicht von Rap, so. Ja, wieso oder nicht? Deutsch Rap oder keine Ahnung, Schweizer Rap, so Coverbands. Ja. Yes, man, ja, cool. Dann hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden willst? Nein, also wie gesagt, mein Album ist draussen, kauft das noch. Das fände ich natürlich sehr cool, die es noch nicht kennt. Viele haben es ja, glaube ich, auch schon so. Aber es hat noch eins, zwei rum und sonst könnt ihr euch das digital ziehen. Ich bin einer von denen, der noch Presse tut. Also ihr dürft es gerne auch physisch kaufen. Im Mediamarkt, im X-Libris etc. oder sonst über iTunes. So, wenn ihr ein bisschen früher seid, könnt ihr es dort suchen. Würde mich freuen, so, wenn ihr euch das noch wieder zieht. Und wenn ich dich oder so auf einem Konzert sehe, yes. Wir sind rum, wir machen Druck, wir sind ein Movement, wir geben nochmal Vollgas. Yes, sir. Yes, geht raus, macht da, schaut, entdeckt. Yes, merci vielmals. Danke dir. Wir hören noch einen Track von dir. Ah, ich mach noch einen, ja. Voll. Einen machst du noch? Ich mach noch einen. Ist schon wieder ein Freestyle? Nein, nur so halbe. So halbe. So halbe. Yes. Jetzt sind wir gespannt. Ja. Und merci vielmals DJ Flexible, Tango Kollektiv, St. City. Und danke euch fürs Zuschauen. Das war es. 167 Flash, Morris Polo. Geile Sache. Big up. Bang! Yo, this is a 167 Flash. Es ist grusig geworden, komm zum Heim, voll zweck, dann können wir Musik hören. Schöne Zeit verbringen miteinander, jeder singen, hoffen ganz wenig, dass du fühlst und das verdienst. Wo willst du nicht gehen? Es ist grusig geworden, komm zum Heim, voll zweck, dann können wir Musik hören. Schöne Zeit verbringen miteinander, jeder singen, hoffen ganz wenig, dass du fühlst und das verdienst. Cracks, Bats mit Fixen im Stegen, Hus. Am Abend brechen die Wichse scheisse wegen uns. Weed wird brav, pass auf bevor du schlafst. Schlaf ist der Cousin vom Tod, unser Mord. Sirenen geben dir nicht aus, Kinder sind lieber drauf. Lieber drauf, schwarze Farben in einem Kinderbuch. Farben verschwinden, nur noch Narben auf den Backen. Was willst du machen, wenn Visionen blind machen? Schau meine Kids auf der Kurve, sind Weed am Puffen. Das ist real, motherfucker. Die Kids aus der Wampe, weisst keiner den Scheiß nicht. Lieb Fleisch an der Börse, bin fly mit den Shirts. Blau-weiß wie ein Scripset. Jungs mit der halben Gucci-Shit, mit den Six-Packs. Jeden Tag Rambo in der Siedlung. Girls drehen durch den Zalando für ein Bitches. Das sind meine Geschichte. Wo willst du
vorne gehen. Es ist Musik geworden, komm zu mir heim, voll zweck, dann können wir Musik hören. Schöne Zeit verbringen miteinander, jeder singen, hoffen ganz wenig, dass du fühlst und das für immer. Wo willst du gehen? Es ist Musik geworden, komm zu mir heim, voll zweck, dann können wir Musik hören. Schöne Zeit verbringen miteinander, jeder singen, hoffen ganz wenig, dass du fühlst und das für immer. Im Beruf auf täglicher Basis, du wechselst, täglich wird die angeschissen. Ein Polo, bist Bock, du bist Mutter. Wo ich pflege, nicht der Gegner von den Käfer. Von den Blutzugen, stehe am Boden, aber schau auf den Leuten, pennt gesund, aber das Knie schmerzt. Was ein Lachen ausmachen kann, setz Priorität, das Haus, Baschli, Mann. Schau auf die Familie, heb mir wieder Sorge, treib Sport, heiz es wenig. Keine Bewegung bringt mich nicht für drum. Mental wieder da, wieder klar, alles reglo. Aglo in der City, wenn die Lichter brennen. Beweg mich nicht mehr dort, wo ich Bitches kenne. Daheim fühl mich wohl, das ist gut. Look, ein Shit aus der Tür fürs Motherfucking Blut, man. Wo bin ich an der Gang? Es ist Musik geworden, komm. 167 Flash. St. Gallen represent. Es ist dein Bub Maurice Polo, aka Steezo, aka Justin Host, aka der schönste Sauhund, aka Charlie Bubbles, aka deine Mutter, ihre Lieblingsrapper, aka Zürich Zürich, yeah, es ist dein Boy. Start a Gang, Broken Mental, Zürich, Dos. Tippner Beat, Shoutout Gleis 2. One, six, seven, five.